Hallo und sehr herzlich willkommen hier bei Würzburg Fotos und einem weiteren Video von mir. Heute bin ich mit der Straßenbahnlinie 5 bis zur Endstation gefahren und die Endstation hier, die heißt Rottenbauer und das ist auch genau das Ziel meines heutigen Videos. Rottenbauer ist heute der Stadtteil, der am südlichsten in Würzburg liegt mit seinen rund 3.800 Einwohnern. Eingemeindet wurde der Ort Rottenbauer erst zum 1. Januar 1974, davor war es eine eigenständige Gemeinde. Und die Geschichte des Orts ist eine sehr, sehr lange, denn allererste Erwähnungen gab es hier bereits 779 nach Christus. Fast schon ein bisschen unscheinbar ist diese Säule, die hier im Ortskern steht, errichtet zur Ehrung den Söhnen Rottenbauers aus dem Feldzuge 1866 sowie von den ruhmvollen Kämpfen Deutschlands gegen Frankreich 1870 bis 1871. Und hier kann man sehen, wer da von den Rottenbauer Bürgern damals in die Schlacht gezogen ist und wer es eben auch einfach nicht überlebt hat. Und wenn wir schon beim Thema Tradition und lange Geschichte des Ortes sind, dann auch ein Blick auf das älteste Gebäude im Ort. Das ist die Trinitaskirche. 500 Jahre alt ist sie, heute eine evangelische Kirche, aber ursprünglich katholisch gewesen. Und 1493 ist das Ganze hier errichtet worden von den Reichsfreiherren Wolf von Wolfskehl und seiner Gattin Barbara von Truchsess. Und das ist die Trinitaskirche von innen. Erinnert mich jetzt eher so an eine Kapelle, würde ich sagen, von der Größe her. Denn es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner, gemütlicher Raum. Aber so hat man eben damals vor rund 500 Jahren gebaut. Ja, und wie konnte so eine katholische Kirche evangelisch werden? Das geht wiederum zurück auf die Wolfskehls und das Jahr 1580. Da sind sie nämlich geschlossen mit dem kompletten Dorf übergetreten zum Protestantismus. Das hat angedauert bis 1690. Dann wechselte die Rottenbauer Linie der Wolfskehls wieder zurück zum Katholizismus. Und jetzt kommt's, weil der Würzburger Bischof Ämter für die Söhne hatte. Da wurde also ein bisschen ein Geschäft gemacht, könnte man sagen. Die Bauern des Ortes hingegen, die blieben alle geschlossen evangelisch und die Rivalität unter den beiden Konfessionen, die hat sich zum Teil noch bis weit ins 20. Jahrhundert gehalten. Das hier ist die Rothenburstraße und Rothenbur wiederum ist der ursprüngliche Name von Rottenbauer und den gibt es schon sehr, sehr lange. Und dieser Straßenname geht zurück auf Fridericus de Rothenbur. Der wird 1212 als Zeuge in einer Urkunde benannt und das ist dann auch die älteste Erwähnung, die bekannt ist über dieses Geschlecht hier in Rottenbauer. Rottenbauer ist natürlich ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Viele Landwirte gab es hier. Früher haben sie sich überwiegend mit Zuckerrüben beschäftigt. Heute sind es noch wenige Landwirte, die da sind. Und heute wird, wenn überhaupt, in überwiegendem Maße Mais angebaut. Muschelkalk und Fachwerk, das sind die alten Häuser, wie sie hier gebaut sind in Rottenbauer. Die sind übrigens ganz typisch nicht nur für Unterfranken, sondern eben ganz speziell auch für Rottenbauer. Und es hängt wiederum damit zusammen, dass es hier in der Umgebung viele Steinbrüche gibt. 8 Stück gehörten alleine hier zur Gemarktung von Rottenbauer. Und viele Menschen lebten ursprünglich auch von den Steinbrüchen als Steinmetze eben und Steinhauer. Welch herrschaftliche Adresse am Schloss. Und hier gibt es in der Tat ein altes Schloss, das Wolfskehl-Schloss, 1376 ursprünglich gebaut und 1575 erweitert worden um das Wolfskehl-Schloss. Und da will ich jetzt mal gucken, was davon noch überhaupt zu sehen ist heute. Und hier haben wir einen kleinen niedlichen Ententeich und direkt daneben das Schloss mit seinem Turm. Und um genau diesen Turm fliegt angeblich nachts eine weiße Frau herum. Und das ist die Legende der weißen Frau, die es hier in Rottenbauer gibt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Dieser Legende nach, die auch über Jahrhunderte hinweg in den Kirchenbüchern hier in Rottenbauer zu finden ist, soll der während der Kreuzzüge vermisste und schließlich für tot erklärte Gemahl eines Nachts doch wieder hier am Schloss erschienen sein. Er verschwand dann auf mysteriöse Art und Weise in der gleichen Nacht. Ja, und die Schlossherrin feierte bald darauf ihre Hochzeit mit einem neuen Mann. Beide verstarben aber nur wenige Jahre darauf. Und seitdem soll regelmäßig um Mitternacht eine weiße Frau eben hier um den Schlossturm schweben. Soweit die Geschichte mit der Legende, die schon mal ganz schön klingt. Und jetzt kommt der echte Gruselfaktor. Den gibt es nämlich auch bei dieser Geschichte. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde bei Ausbesserungsarbeiten hier an diesem Schloss tatsächlich das in einer Mauernische eingemauerte Gerippe eines Mannes gefunden, der noch sein Schwert umgeschnallt hatte. Anscheinend handelt es sich dabei um den damals zurückgekehrten und dann spurlos verschwundenen Ehemann.
passend zu den ganzen Geschichten rund um Schloss hier auch noch die Wolfskehlstraße. Und ich bin wieder im Ortskern von Rottenbauer und habe noch einen kleinen Nachtrag zu der Kirche, über die ich vorhin schon sprach. Ich nannte sie hier drüben Trinitaskirche. In Wirklichkeit heißt sie natürlich Trinitatiskirche. Im Eifer des Gefechts habe ich da wohl ein paar Buchstaben übersehen. Man mag es mir verzeihen. In einem anderen Video hatte ich schon mal erwähnt, dass ich am Heuchlof aufgewachsen bin in den 70er und 80er Jahren. Damals hatten wir auch viele andere Kinder, die aus Rottenbauer zu uns in die Schule kamen. Und so war ich als Kind auch sehr häufig hier in Rottenbauer. Und das hat sich massiv verändert seit den 80er Jahren, das kann man wirklich sagen. Weder gab es das Neubaugebiet da drüben, noch die Straßenbahnhaltestelle mit der ganzen Straßenbahnlinie 5. Das war alles noch lang nicht. Zum Heuchlof fuhr damals die Buslinie 30 und hier nach Rottenbauer die 32. Und der Bus bog genau an dieser Stelle hier ab und fuhr hier in den Ortskern von Rottenbauer rein. Da vorne kann man auch das Schild von Rottenbauer sehen, denn das war früher die Einfahrt, bevor das alles umgebaut wurde. Rottenbauer Nord und Rottenbauer Ost, so heißen diese Baugebiete, an denen ich mich jetzt hier befinde. Das ist so etwas abseits vom Ortskern von Rottenbauer. Das ist so in den letzten 10 bis 15 Jahren, möchte ich sagen, entstanden. Hier haben sehr viele Familien sicherlich auch gebaut, Eigentum erworben und eben Häuschen gebaut. Und es ist ja auch ganz praktisch. Also man ist hier schön im Grünen, die Straßenbahn ist vor der Haustür und Rottenbauer selber hat einen dörflichen Charakter, den es sich auch erhalten hat. Also sicherlich keine schlechte Adresse, um hier zu bauen und zu leben. Für das Ende meines heutigen Videos stehe ich hier am Ende von Rottenbauer, eigentlich schon zwischen Rottenbauer und dem Heuchelhof, der gleich auf der rechten Seite kommt. Da ist ein Industriegebiet, leider nicht besonders hübsch, muss man sagen, aber so ist es eben. Sowas braucht es auch. Und da ist unter anderem gar nicht weit von hier der Straßenbahnbetriebshof mit ganz vielen der Straßenbahn, die eben dort geparkt sind. Ja, das Video endet hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen, was für euch vielleicht interessant war. Gebt wieder viele Likes, schreibt mir viele Kommentare und teilt das Video mit all euren Freunden überall auf der Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.